Ja, hi Leute. Heute haben wir ja eins meiner Highlights aus Frankfurt hier auf dem Präpariertisch. Und zwar ist es die Nominatform von Odontolabis Stephensi. Die Art wurde 1862 von Thomson beschrieben und kommt auf Sulawesi vor in mehreren Unterarten. Zwei davon habe ich auch in der letzten Staffel präpariert. Und die habe ich euch auch nochmal mitgebracht. Das hier ist die Nominatform, komplett schwarz. Wobei es da neuerdings ein paar Änderungen gibt innerhalb der Systematik dieser Art, welche auch ein bisschen verwirrend ist. Und zwar in der neuesten Ausgabe von The Lucanid Beetles of the World von Fujita. Sind als Nominatform von Odontolabis Stephensi mehrere Farbvariationen gezeigt, sodass auch Exemplare mit gelben und orangen Bändern, teilweise sogar komplett orange Elytren, zu Stephensi gehören. Und die Unterart Limbata, also Odontolabis Stephensi Limbata, ist wohl komplett gestrichen. Gleicher Stand ist auch beim Catalogue of Life, also Odontolabis Stephensi Limbata ist demnach wohl nicht mehr gültig. Und wartet, ich habe euch hier die Platte mitgebracht mit meinen anderen Odontolabis Stephensi. Da wäre nämlich dieses Tier eigentlich ein Odontolabis Stephensi Limbata nach dem alten Stand, mit diesem breiten orangen Band auf den Elytren. Und die ist anscheinend nicht mehr gültig. Auf dem Etikett habe ich noch Limbata stehen. Werde ich da auch erstmal so stehen lassen. Das Weibchen ist eigentlich noch schwerer einzuordnen, ob es jetzt Stephensi oder Limbata oder eine andere Unterart ist, weil die Variationen innerhalb dieser Bänder, dieser Elytren, sind extrem stark. Da sieht man nämlich hier, dieses Exemplar ist oder soll ein Odontolabis Stephensi marmesaensis sein, mit diesem durchbrochenen orangen Band, was allerdings auch jetzt bei Stephensi möglich ist. Und die eigentliche Limbata-Form ist bei dem Lucanid Beetles of the World in diesem Buch als Marmesaensis angegeben. Diese beiden bereiten jetzt eigentlich nochmal Schwierigkeiten, wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass es hier, dass es sich bei diesem Tier um einen Odontolabis Stephensi Marmesaensis handelt. Und das ist dieser fragliche Limbata, angeblich nicht mehr gültig. Die Unterschiede, dieser Zahn hier oben geht bei diesem Limbata stärker nach unten. Und bei dem Marmesaensis ist er eigentlich recht gerade. Und bei ihm sind die Mandibeln leicht nach unten gebogen, bei ihm komplett gerade. Und bei ihm sind sie am stärksten noch nach unten gebogen. Also ich werde die Etiketten einfach so lassen. Marmesaensis Limbata. Und hier rechts ganz eindeutig ein Odontolabis Stephensi Dolvenbodei, meine Lieblingsunterart davon. Ganz charakteristisch eben mit diesem rot-violetten mittleren Elytrenband und diesem breiten gelben an der Seite. Und auch die Mandibeln sind bei dieser Unterart recht stark verschieden, weil dieser Zahn entweder komplett fehlt, dieser Mediane, oder komplett in der Mitte und nicht wie bei den anderen recht zur Spitze hin ist. Und Herr Dr. Schenk ist der Meinung, dass Odontolabis Stephensi Dolvenbodei keine Unterart ist, sondern eine eigenständige Art. Da könnte was dran sein, weil diese Art oder Unterart auch geografisch von den anderen Odontolabis Stephensi getrennt ist.
Dolphin Bodii kommt nämlich nur auf Sangihe vor. Das sind vor Sulawesi vorgelagerte Inseln. Die anderen Odontolabis, Stevensee-Unterarten kommen auf, ja, auf Sulawesi selbst vor. Und ja, da gibt es halt doch recht krasse morphologische Unterschiede. Im Catalogue of Life ist diese Art, also oder Unterart, als Synonym zu Odontolabis stevensi geführt. Also weder als Unterart noch als eigenständige Art. Und da, ja, ich meine, da kann man eigentlich nur widersprechen. Da sind so deutliche Unterschiede. Aber da kann eigentlich nur, ja, eine Genanalyse Klarheit bringen oder eben Genitaluntersuchungen. Deswegen, also diesen Look, diesen Catalog of Life bin ich nicht so ganz konform mit, obwohl er ja auf hundertprozentige Richtigkeit setzt. Ich glaub's nicht. Ich habe auch noch jetzt ein weiteres Pärchen von Odontolabis stevensi Dolphin Bodii in Frankfurt gekauft, mit einem etwas kleineren Männchen, bei dem aber der mittlere Zahn komplett fehlt. Und dazu noch ein Weibchen, die kommen dann auch noch in einer separaten Folge. Und es gibt dann noch die Unterart Yasuzukii, die ein sehr helles, breites Band am Rand der Elytren hat. Recht gut von den anderen zu unterscheiden, aber die habe ich leider noch nicht irgendwo im Handel gefunden. Die bräuchte ich dann auf jeden Fall auch noch irgendwann, wenn ich sie kriegen kann, um meine Sammlung, ja, einigermaßen zu vervollständigen, abgesehen von diesen ganzen Variationen mit den Bändern an den Elytren. Da gibt es unzählige, das eine geht ins andere über, also ja, schwierige Sache. Ja, mal gucken, ob sich da demnächst vielleicht mal irgendwas ergibt. Ob wieder Limbata als Unterart gilt oder weiterhin ungültig bleibt. Das hier ist auf jeden Fall ein Stevensi-Stevensi, komplett schwarz. Daran kann man Stevensi-Stevensi sicher erkennen, aber es gibt, wie gesagt, auch diese Abstufungen, dass hier an den Rändern der Elytren komplette Bänder oder angedeutete Bänder sind. Wenn diese komplett schwarz sind, sind es aber auf jeden Fall Stevensi-Stevensi. Ja, dieses Exemplar wurde in Seko auf Sulawesi gesammelt im April 2000, also fast 17 Jahre her schon. Und 77 mm waren angegeben, habe ich schon mal eingestellt auf dem Messschieber. Das müsste eigentlich auch hinkommen. Ja, ein bisschen mehr sogar, aber nicht viel. Ja, 77,2, also 77 mm werden da schon stimmen. Ja, und ich bin froh, dass ich endlich diese Nominatform habe. Ich habe auf vielen Bildern von Insektenbörsen außerhalb von Frankfurt gesehen, dass sie dort angeboten wurden. Aber in Frankfurt selber habe ich die Nominatform dieses Jahr zum ersten Mal entdeckt und auch nur bei Herrn Dr. Schenk in einem versteckten Kasten. Da hatte er zwei Männchen dort und da habe ich mir dieses hier ausgesucht. Ja, und dann habe ich, glaube ich, jetzt genug dahergeredet und wir fangen mit der Präparation an.
Okay, die Tarsen haben ein paar Probleme bereitet, aber alles in allem ist es dann doch noch gut gegangen. Und ja, wir sehen uns dann beim Abnadeln. Okay, der Käfer hatte jetzt seine paar Tage Trocknungszeit und ich denke, wir können abnadeln. Und ja, ich bin auf das Ergebnis gespannt. Er sitzt nämlich ein bisschen schief auf. Und es ist immer schwierig, genau symmetrisch zu präparieren. Da habe ich leider nicht genug drauf geachtet, als ich die Präparation angefangen habe. Ja. Aber oft sitzt der Vorderkörper auch schief am Hinterkörper und der lässt sich oftmals nur sehr schwierig in eine gerade Position bringen und verrutscht dann gerne nochmal, wenn man dann weiter präpariert. Immer eine schwierige Angelegenheit. Aber ich denke, das wird in Ordnung sein. Und dann habe ich endlich meinen Odontolabis Stevensi komplett schwarz in der Sammlung. Mir ist aufgefallen, dass hier ein Stück abgebrochen ist vom Fühler, vom letzten Glied ist ein Stück abgebrochen. Also nicht das komplette Glied, sondern nur ein Stück. Das war aber schon so, als ich das Tier gekauft habe. Und hier ist auch die Mandibelspitze vorne schon abgenutzt, vielleicht durch Kämpfe. In der Heimat auf Sulawesi mit anderen Männchen. Und ja, doch, das Ergebnis ist auf jeden Fall in Ordnung. Vielleicht noch ein bisschen Korrekturbedarf, weil der Körper eben ein bisschen schief sitzt. Also der Vorderkörper. Muss man halt echt vorsichtig sein, damit man nichts abreißt. Das wäre er dann so von der Seite. Kommt er jetzt noch hier dazu. So. Das sind dann meine Odontolabis Stevensi. Den neuen Body habe ich jetzt nochmal vom Plättchen runtergenommen, weil sonst kein Platz für ihn war. Aber zu den neuen Body kommt ja auch demnächst nochmal ein separates Video. Schönes Ding. Alles klar. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt in die Kommentare und abonniert. Bis zum nächsten Mal.